Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute mal wieder um ein Messer, allerdings um ein Rasiermesser. Und zwar ist das, wird in so einer Pappschachtel geliefert und das ist der Hersteller. Wuchi Razor, würde ich sagen. Da ist noch das Label drauf. Wer sich also dafür interessiert, kann da gerne mal bei Gearbest schauen. Ich glaube, so viel Rasiermesser haben die gar nicht. So, und das ist das gute Stück. Hat also schöne Holzgriffschalen. Hat hier Messingnieten. Hier haben wir eine kleine Beschädigung. Hier oben sieht man, glaube ich. Aber das fällt durch die Kamera mehr auf wie. Ist auch keine Beschädigung. Das ist im Holz drin, sehe ich gerade. Das fällt durch die Kamera viel, viel mehr auf wie im Original. Also ist mir im Original, ich habe mir es ja schon angeguckt, überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt, wo ich durch die Kamera gucke, habe ich es echt gesehen. Also so aufgeklappt. Ja, und ist halt ein kleines Rasiermesser. Viel zu sagen dazu gibt es an sich nicht. Ich wollte es nur mal vorstellen. Vielleicht für den einen oder anderen, der sowas sucht, den sowas interessiert. Hat eine ordentliche Klingenstärke. Rasiermesser scharf direkt ist es nicht angekommen. Ich muss es also nochmal übers Leder ziehen. Und mittlerweile geht's. Habe mir das also gekauft, um mich zu rasieren. Finde es auch so ein ganz schönes Teil. Und preislich liegen wir da, glaube ich, sogar so um die 4 Euro irgendwas. Ich glaube. Ja, 4 Euro, 5 Euro. Irgendwo in dem Dreh, also teuer war das Teil nicht. 4, 5 Euro kostet das. Müsst ihr mal gucken bei Gearbest, wenn es euch interessiert. Und ja, ich finde es ganz schön so. Sieht ganz gut aus soweit. Und dann werde ich mal zeigen, ob es auch das macht, was es soll. Also Armrasiere tut es schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber Armhaare und Barthaare ist halt nochmal Unterschied. Gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.